kannst mich anrufen auf mein Telefon. Und damit herzlich willkommen zurück zu den Bears. Ich bin immer noch Barney und begrüße euch heute zu einem Video. Ja, wie ihr schon an der Ansage merken könnt, habe ich, glaube ich, selber wieder mal keine Ahnung, um was es letztendlich in diesem Video gehen wird. Es wird... Ach, lasst euch einfach überraschen. Stellt nicht so viele Ansprüche, das seid ihr bei mir falsch. Das solltet ihr mittlerweile wissen. Zuallererst haben wir demnächst von Akuma in Twitter einen Tipp bekommen, einen Hinweis. Diesem Hinweis gehe ich jetzt auf die Spur. Guten Morgen, Internet! Willkommen in der wunderbaren Weihnachtswoche! Ja, ihr seht, wo wir wieder gelandet sind. Bei meiner absoluten Lieblingssendung auf YouTube. Auf jeden Fall schrieb Akuma, ab 11:50 hat man wohl eine Anspielung auf uns gemacht. Und das könnte natürlich durchaus sein. Wir hören mal kurz rein. So, dann legen wir mal kurz hier auf unsere Ziehharmonika oder andere Sachen. Das ist wieder keine Ziehharmonika, das war irgendwas anderes, weil die Leute da ausgerastet sind. Aber so kann man ein bisschen triggern. Vielleicht gibt es dann wieder Hate-Videos gegen uns oder so, wo ich dann auch zu der Schallplatte CD gesagt habe. Es war ein tolles Video an den jungen Herren auf jeden Fall. Ich habe mich herzlich amüsiert. Tja, Stomi, wenn ich dich so nennen darf. Also es freut mich ja tatsächlich, wenn er tatsächlich uns meint. Und zwar könnte es dieses Video sein. Ich verlinke es euch mal kurz hier. Fertig wieder eingeräumt, umgeräumt, obwohl das Leben steht immer noch auf der CD. Aber das Leben steht immer noch auf der CD. 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 Da bin ich so ein bisschen wegen seiner Schallplatte-CD-Geschichte eskaliert. Und er hat damals sogar unseren Tweet geliked von diesem Video. Deswegen könnte man stark davon ausgehen, dass er mich meint. Nochmal ganz kurz, Stormy, wenn du dieses Video hier sehen solltest, wenn du das Video tatsächlich amüsant fandest, wieso hast du dann kein Like da gelassen und vielleicht sogar dich in den Kommentaren erkenntlich gezeigt? Das finde ich ziemlich schwach von dir, muss ich jetzt mal ganz ehrlich hier an der Stelle sagen, ja. Übrigens Glückwunsch an 1 Million Abonnenten und das meine ich ganz ehrlich. Aber Stummi, falls du das Video hier tatsächlich sehen solltest, ja, dann schreib mir mal in die Kommentare. So wie man das so als YouTuber macht, nicht? Darfst du uns auch pushen, habe ich kein Problem mit. Gell, grüß gehen raus. So, dann kommen wir zu was Neuem, zu was anderem auf YouTube. Das ist jetzt weniger irgendwie auf Hate gepolt. Ich habe in den Trends so Videos gefunden hier so. Experiment. Glowing 1000 Degree Knife versus Lighter. Hey, Chu, wie geht's? Experiment. Glowing 1000 Degree Knife versus Coca-Cola. Glowing 1000 Degree Metal Ball versus Coca-Cola. Es gibt echt so einen Arsch voll von diesen Videos. Ich habe mir überlegt, was die können. Das kann ich auch. Aber natürlich wäre es jetzt blöd zu sagen, hey, ich mache das mit einem 1000 Grad heißen Messer. Ich mache das einfach mit einem minus 1000 Grad kalten Messer. Das könnt ihr euch jetzt anschauen. Viel Spaß. Es ist Obst im Haus. Des Öfteren werde ich da auch mal gefragt, so, hey Barney, was geht eigentlich in deinem Kopf drin vor? Jetzt wisst ihr es auch. Ich meine ja Angst, aber ich weiß nicht, bei wem ich mehr Angst habe. Lukas Hackfresse oder Bibis Hack... Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Kurze Info. Erstmal muss ich euch ja sagen, heute ist der 23.12. Allerdings, das Video kommt erst nach Weihnachten. Das heißt, für euch da draußen wiederum, an dieser Stelle muss ich das euch jetzt natürlich auch sagen. Gott sei Dank ist diese Scheiße endlich vorbei. Ich bin immer froh, wenn Weihnachten rum ist, weil das ist immer ein Termin nach dem anderen und zu dem und zu dem und dorthin. Und wenn man dann da was
deichselt mit den Terminen, dann ach, ist wieder der eine pissig auf... Ach, das ist doch immer... Und dann das Geschenke da... Ich bin kein Fan davon. Bei Weihnachten ist das ja immer so... Du musst jedem da was schenken, weil das was... Weil die das so wollen hier, die christliche... Dieser christliche Feiertag. Der schreibt vor, man schenkt sich was und dann schenkt man sich was und dann schenkt sich jeder irgendeinen Scheißdreck, den der andere gar nicht brauchen kann und oh, geiles Geschenk und dann steht es irgendwo und verrottet. So ist das ja meistens leider. Deswegen bin ich immer froh, wenn das rum ist wieder. Und wie geht's da euch? Ihr könnt mal hier abstimmen. Was haltet ihr von Weihnachten? Achso, ja, und dann natürlich noch die kurze Info. Heute ist, wie gesagt, noch für mich der 23.12. zwischen den Feiertagen und bis ins Neujahr. Ich bin unterwegs, privat, und ich bin da in Leipzig, ich bin in Weimar, ich bin in Ulm. Da komme ich dann natürlich nicht zum Videos machen. Also bloß, dass ihr euch nicht wundert, wenn da von mir nichts kommt. Ich weiß, dass Max noch ein paar Videos in der Hinterhand hat, die er sicherlich bringen wird zwischen den Feiertagen. Also es wird sicherlich was kommen, allerdings... Kann es sein, dass von mir nichts kommt. So. Nur, dass ihr euch da nicht wundert. Hey, wo ist denn eigentlich dieser Barney? Hat er jetzt keinen Bock mehr. Es könnte durchaus sein, dass ich dann vielleicht keinen Vlog mache. Ich werde keinen typischen Vlog machen. Aber ich werde vielleicht so ein paar... Ich nehme ein bisschen Kamerazeug mit und dann mal gucken, was ich da so filme. Und wenn sich's lohnt, dann kriegt ihr das zu sehen. Wenn nicht, dann nicht. Ich werde jetzt auch nicht zwanghaft filmen, nur dass ich nachher was habe. Das will ich damit sagen. Ach ja, eins will ich doch noch loswerden. Dieser Hashtag ein Meme für Barney, der kam super geil an. Freue ich mich tierisch drüber. Wird auch sicherlich weitergeführt und wird auch was kommen wieder. Wir haben schon ein paar Sachen zugesendet bekommen, die man tatsächlich geil umsetzen kann. Da freue ich mich schon drauf. Allerdings ist das ziemlich zeitintensiv, deswegen muss ich da gucken, wie ich es unterbringe. Habe ich eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte, glaube ich. Nochmal Grüße gehen raus an Stormy, ja, falls du das Video sehen solltest. Und für den Rest gilt das auch. Ihr dürft mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Schreibt mir in die Kommentare. Und seid aktiv und teilt dieses Video, falls es euch gefallen hat. Eigentlich reicht es ja jetzt, wie gesagt, nicht mehr zu sagen, hey, abonniert uns, sondern drückt dann auch auf diese Glocke. Das ist schon was, da kann ich PewDiePie verstehen. Eigentlich ist es totaler Bullshit zu sagen, die Leute erstmal zum Abonnieren zu bringen und dann aber auch noch zum auf die Glocke drücken bringen. Ich will zu dem Thema auch gar nicht weiter viel sagen. Bis dahin, macht's gut, haut rein, euer Barney. Tschüsschen! Ich bin nicht in Ulm. Danke, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Das sollte eigentlich jetzt eine Endcard kommen, aber als echte Schwaber haben wir uns die natürlich gespart. Ich glaube, den Abo-Button findest du auch so, ohne unsere Hilfe, oder? Danke dir recht schön, gell?